Hallo liebe Freunde, heute machen wir Pförtchen. Und zwar brauchen wir dafür 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Mehl, Zitronenschale, habe ich diese hier von Dr. Oetker, so ein bisschen, eine Prise Kardamom, dann kommen daran 5 Eier, ein Würfel Hefe, jetzt zerbröseln wir so ein bisschen da drin, jetzt die 5 Eier. Man kann das Eigelb, Eiweiß auch noch mal extra schlagen, aber wir machen das heute. Eine Prise Salz. Und ein Esslöffel Butter. Gute Butter. So, jetzt habe ich hier schon ein bisschen Milch, und zwar 250 Milliliter Milch warm gemacht, lauwarm gemacht, und das mache ich da jetzt rein. Und jetzt wird es leider ein bisschen laut. Alles schön durchrühren, damit auch die Hefe schön vermischt. Thank you.
noch ein bisschen dick, machen wir da noch ein bisschen, packen noch ein bisschen Milch übrig, noch ein bisschen Milch dazu, damit das noch ein bisschen flüssiger wird. Jetzt lassen wir das Ganze gleich an einem bisschen warmen Ort ungefähr 2 Stunden gehen. Legen dann Handtuch drüber. So sollte der Teig aussehen. Jetzt streue ich noch ein bisschen Mehl darüber. Ganz bisschen, aber nur so, damit, falls das so hoch kommt, nicht alles an meinem Handtuch klebt. Und jetzt kommt da ein Handtuch rüber und dann ist alles gut. Hier in der Küche ist das schön warm und jetzt lassen wir ihn 2 Stunden stehen. So, jetzt hat sich unser Teig ja fast verdoppelt. Leider habe ich vergessen, euch zu sagen, da gehört noch einmal 1 Teelöffel Zucker rein. Den habe ich nachträglich noch reingemacht, aber jetzt haben wir hier schön Fett in unsere Pfanne gemacht und jetzt machen wir da die Pförtchen rein. Nicht zu viel, denn das soll ja auch nicht, dass sie zu groß werden, dann kann man sie nachher so schlecht umdrehen. Ich brauche noch eine Gabel. Damit ich sie umdrehen kann. Und ich nehme immer Rapsöl zum Braten. So sehen sie jetzt aus. Und wir machen immer ein bisschen Puderzucker darüber. Das ist total lecker. Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Essen.